Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alpha-Checks und vielen Dank für Ihre Abstimmung. Ziemlich eindeutige Geschichte dieses Mal. Nvidia soll es sein, die Überaktie schlechthin des letzten Jahres. Da kommen wir also später zu. Beginnen wollte ich heute mit einem Fun-Fact. Und zwar, wenn Sie irgendwann im Jahresverlauf in den Aktienmarkt investieren wollen, dann wäre heute, beziehungsweise eigentlich gestern, wenn Sie es auf Wochensicht angucken wollen, der schlechteste Tag des ganzen Jahres. Also zumindest mit Blick auf die nächsten zwei Wochen ist dieser aktuelle Zeitraum hier der mit der geringsten Renditeerwartung mit Blick auf die nächsten zwei Wochen. Hatten wir schon mal in einer eigenen Sendung thematisiert. Aber hier im Alpha-Check geht es ja weniger um einen Zeithorizont von zwei Wochen, sondern eher vielleicht sowas wie mindestens zwei Monate oder zwei Jahre, mit denen man Aktien halten will. Das heißt, dafür vielleicht etwas weniger relevant. Gucken wir mal, um was es heute so gehen soll. Also ich habe Ihnen mal den Bitcoin wieder mitgebracht. Nämlich eine Statistik, die ich für ein Phänomen halte. Dann die Deutsche Bank, auch ein Phänomen, nämlich plötzlich einer der stärksten Werte im DAX. Dann soll es um Palantir gehen, aus gegebenem Anlass. Und am Ende, wie versprochen, Nvidia. Gehen wir es an. Ja, der Bitcoin ist ein Phänomen gewesen und dann noch heute. Wir haben eine Verhunderttausendfachung des Kurses in den letzten 15 Jahren. Und da sollte man noch meinen, dass sich diese Verhunderttausendfachung irgendwie so halbwegs gleichmäßig über den Jahresverlauf ja so aufteilt. Und denkste, es gibt tatsächlich zwei Monate sogar, in denen der Bitcoin es irgendwie geschafft hat, im Schnitt sogar eine negative Rendite zu erzielen, wohlgemerkt bei einer insgesamt Verhunderttausendfachung des Kurses. Das muss man erstmal irgendwie verstehen. Und der September ist auch hier der schwächste Monat, bedeutet aber andersrum, wenn man irgendwann meinetwegen Richtung September einen guten Einstieg findet, dann liegen die richtig guten Monate im Bitcoin jetzt direkt vor der Tür. Und jetzt nicht nur von der Hinsicht aus ist der Bitcoin, erscheint mir zumindest, sehr konstruktiv, sondern auch wenn man jetzt mal rein nur das nackte Chartbild anguckt. Also wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend, also einen Turnaround gesehen und haben uns dann in der Nähe der alten Höchststände eingenistet und zwar mit einer schönen, hohen, engen Flagge. Also das ist eigentlich das, wovon ein Charttechniker träumt. Und in aller Regel, nicht immer, aber in den meisten Fällen bedeutet das eins, hier gibt es keinen großen Verkaufsdruck, das ist alles ganz geregelt, ein paar Leute wollen hier Gewinne mitnehmen, weil wir sind auf Höchstständen und in den meisten Fällen passiert am Ende eins, wir gehen nach oben raus. Eigentlich müsste das noch dieses Jahr erfolgen, wir werden es weiter sehen, in einem meiner Briefe setze ich da stark drauf. Also aus meiner Sicht alles völlig in Ordnung, völlig wie man es aus Bullensicht ja erhoffen und sich erträumen könnte. Beim Bitcoin darf man aus meiner Sicht investiert bleiben. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, wobei wir bleiben im weitesten Sinne im Bereich Finanzen. Die Deutsche Bank war ja über viele Jahre hinweg eigentlich ein No-Go, da rein zu investieren. Jetzt ist mir aber eine schöne Analyse über den Weg gelaufen von der Bank of America. Die haben eine eigene Forschungsabteilung und die hat gesagt, so in Wahljahren, die Zeit rund um die Wahl, also September, Oktober, kurz davor, als auch in den beiden Monaten danach, was am besten performt hat, sind die Finanztitel, also unter anderem die Bankaktien. Also die Zeit vor der Wahl sogar zwar positiv, aber von der absoluten Renditeerwartung noch nicht ganz hoch, aber danach, auch nach der Wahl, also stark. Und da wäre also die Deutsche Bank ein Kandidat, zumindest wenn man das mal überträgt auch auf den deutschen Markt. Und das Schöne bei der Deutschen Bank ist, ich habe Ihnen hier mal einen Chart seit dem Jahr 2000 mitgebracht. Hier ging es ja also wirklich über 15 Jahre nur bergab. Und hier war viel Depression und nur noch ganz viel ausgepreist. Und jetzt geht es genau genommen eigentlich seit dem Corona-Tief, ja, schon halbwegs stetig irgendwie so nach oben. Also haben eigentlich längerfristig einen schönen Trend. Und da, wo wir jetzt stehen, ist es auch noch so, zoomen wir mal raus und gucken uns mal die großen, langfristigen Fundamentaldaten an, dann ist das Unternehmen in vieler Hinsicht gesundet. Man hat viele schwierige Geschäftsbereiche abgestoßen, hat sich auf manche Kernmärkte konzentriert. Von der Bilanz ist vieles zumindest jetzt deutlich verbessert im Vergleich zu dem, wo wir es schon mal gesehen haben. Und auch operativ sieht man, seit 2022 ist man da wieder richtig auf einem guten Weg. 2024 soll jetzt sogar eher so eine kleine Delle werden. Und danach sollen wieder mehr als 2 Euro jedes Jahr verdient werden. Das heißt, wir sind von KGV-Seite her deutlich noch immer im einstelligen Bereich.
Wir haben hier auch umsatzseitig, also von den Kennzahlen her, sind wir locker in dem Bereich, ja, der Anfang 2010er, wo der Aktienkurs viel höher gestanden hat, obwohl die Risiken mutmaßlich deutlich höher gewesen sind. Also von der Seite her, aus meiner Sicht, ein tolles Investment, und das mal zu der Deutschen Bank sagen, das ist ja wirklich lang her. Vielleicht ist es ja die letzte große deutsche Bank, die wir bald noch haben, wenn das mit der Übernahme der Commerzbank wirklich durchgehen sollte, Schritt für Schritt von der UniCredit. Wir werden es erleben. Ja, und damit bin ich schon bei der dritten Aktie für heute angekommen, beziehungsweise Bitcoin ist ja keine Aktie, aber dem dritten Titel. Palantir, vielleicht haben Sie es mitbekommen. Er hat vorläufig einen Höhepunkt seines Börsendaseins erreicht, nämlich man ist aufgenommen worden in den S&P 500, ist also jetzt ein US-Standardtitel. Die Aktie hat davon schon enorm profitiert und insgesamt auch nähert sie sich wieder so ihren alten Höchstständen an. Die lagen nämlich knapp unterhalb von $40. Das heißt, da sind wir jetzt wieder angekommen. Und man könnte sich aber schon fragen, wie man denn diese Kurse rechtfertigen will. Ich hatte ja das letzte Mal irgendwie so Fundamentaldaten dazu gezeigt. Also mal so grober Überblick. Wir stehen hier in Bezug auf die Daten von übernächstem Jahr, also 2026, bei einem 100er KGV. Das Wachstum ist zwar recht ordentlich, so im Bereich von 20-30%, aber weit weg von dem, was man eigentlich erwarten würde. Ja, für eine Aktie, die man so hoch bepreist. Und wie bringt man das jetzt zusammen, dass offenbar jetzt so viel Kapital in die Aktie reinfließt, obwohl sie schon jetzt so abartig teuer ist? Ja, ich versuche es mal. Das erste ist, wenn man dem CEO selbst zuhört, Alex Karp, der hat jetzt vor kurzem ein Interview bei CNBC gegeben und hat gesagt, na, wir wollen jetzt eigentlich demnächst irgendwann 10-mal größer sein, als wir heute sind. Jetzt ist die Frage, auf was bezieht er das, auf den Umsatz oder auf den Gewinn? Aber das liegt völlig konträr zu den Schätzungen, die es aktuell so gibt. Also entweder das Gros der Analysten liegt falsch oder das, was er sagt. Und die zweite Diskrepanz ist, wenn das Unternehmen doch eigentlich so völlig überteuert ist und man eigentlich sagen kann, also da kann man jetzt, das ist ein Hype, da sollte man nicht mehr rein investieren. Warum, bitteschön, sind dann einige der größten Investoren hier investiert? Also Beispiel Jim Simons, haben wir schon mal uns länger darüber unterhalten, wie erfolgreich der ist mit seinem Anlegen. Das ist seine zweitgrößte Position im Depot. Das heißt, er wird sich doch wohl mal 2 Minuten lang Gedanken gemacht haben über dieses Investment, wenn er das gemacht hat. George Soros ist direkt zum IPO eingestiegen, ist dann bei den Höchstkursen ausgestiegen. Die sind allerdings jetzt über 3 Jahre her. Also zu etwas niedrigeren Kursen ist er erst reingegangen. Vielleicht wäre es für ihn ja also auch jetzt attraktiv. Und auch Stanley Druckenmiller ist mit 770.000 Aktien derzeit dabei. Das heißt also, hier liegt nahe, dass das, was der Markt als Konsens so erwartet, einfach viel zu konservativ ist. Vielleicht wird es wirklich die KI-Standardsoftware der Zukunft, wie ich es hier schon mal an die Tafel gemalt habe. Also eine ganz spannende Aktie, und in so einem Aufwärtstrend darf man sie, denke ich, auf jeden Fall halten. Ja, und damit, das war schon sozusagen meine 50 Cent zu Palantir. Jetzt kommen wir zu der nächsten, naja, spekulativen Aktie, Nvidia. Und Nvidia, da habe ich jetzt den Chart gerade noch nicht. Ich habe erstmal gedacht, wir gucken mal rein auf die Fundamentaldaten. Ja, in der Aktie geht es ja seit ein paar Monaten nicht mehr so wirklich voran. Aber gut, wer will es ihr verdenken nach diesem riesenlangen, kometenhaften Aufstieg? Operativ jedenfalls soll es, wir haben jetzt, schreiben hier jetzt schon das Jahr 2025, das Geschäftsjahr, weil das unterjährig beginnt. Und es soll hier operativ auch in den nächsten Jahren einfach nur richtig steil weiter nach oben gehen. Jetzt könnte man das natürlich vielleicht kritisch hinterfragen. So vielleicht, wenn man sich so hinter mal nochmal vergegenwärtigt, wie war das mit Corona? Da kamen auf einmal auch tolle Wachstumsraten bei allen möglichen Branchen. Und irgendwann hat man gemerkt, ach, man muss doch ein bisschen zurückschrauben. So schnell geht es dann doch nicht. Vielleicht ist das mit der KI auch so. Das sind jedenfalls hier die Erwartungen. Und nach denen wäre das Unternehmen noch immer nicht zu teuer. Und hier habe ich was gefunden von im Wesentlichen von Goldman Sachs, also von deren Research-Abteilung, die so ein bisschen gemessen haben und auch in die Zukunft veranschlagen, wie viel CapEx, also wie viel Investitionen die Big Techs, also Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, denn so stecken in die Serverabteilung, also in den Aufbau von KI-Agenten. Und da geht's wirklich richtig enorm nach oben.
Das sieht man dann, vielleicht hoffentlich können Sie es erkennen, sonst zoomen Sie sich am Handy eben ein bisschen ran, was hier auch in den nächsten ein, zwei Jahren zu erwarten ist. Und da kommen die wesentlichen Umsatztreiber her für Nvidia. Und es ist natürlich schwer, das jetzt so heute abzuschätzen, aber wenn man das, was aktuell so Marktkonsens ist, hernimmt, dann ist eine Nvidia auch nach dem Riesenrun, und jetzt gucken wir auf den Chart, noch immer nicht zu teuer. Man mag das kaum verstehen, aber das Wachstum, das deckt das Ganze. Gut, jetzt, dass mal eine Aktie über auch mehrere Monate länger konsolidiert, das ist wohl das Normalste der Welt. Vielleicht geht es auch nochmal runter unter diese Kurse, die wir hier sehen. Aber zumindest für Langfristanleger ist das weiterhin ein spannendes Investment. Nicht völlig überteuert, sondern etwas, mit dem man in die Zukunft, in dem Fall ja in die Schaufel, in den Schaufelhersteller schlechthin, der KI investiert. Ja, mein Trendsystem, nachdem ich einen ganzen Brief fahre, das ist ein bisschen vorsichtig. Das wird eventuell in den nächsten Wochen hier tatsächlich auch aussteigen. Aber der Hintergrund ist da eigentlich nur, dass es ja noch so viele andere schöne Aktien gibt mit tollen Trends, in die man investieren kann, und man muss sich irgendwie beschränken. Aber so aus der langen Sicht ist das eine Konsolidierung und nicht mehr. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Wenn Sie möchten, stimmen Sie doch gerne ab für den nächsten Alpha-Check. Ich habe Ihnen hier ein paar Vorschläge unterbreitet. Wenn Ihr Favorit nicht dabei ist, dann schreiben Sie mir unten in die Kommentare. Dann wird es vielleicht beim nächsten Mal aufgenommen und ich weiß Bescheid, was Sie so interessiert. Und Thema Interesse, wenn Sie Lust drauf haben, dann gibt's mich am Sonntag wieder zu hören. Da geht's dann nämlich mal um das Thema US-Wahl und wie sich der Markt denn da im Vorfeld verhält. Kann es da denn überhaupt im Vorfeld zu einer Korrektur kommen? Gab's das überhaupt schon mal? Da kann ich jetzt schon versprechen, gibt's den einen oder anderen spannenden Einblick. Also wenn Sie möchten, bis dann und tschüss.